einfach nur einfach mit offenen Augen da oben drauf durchgehen. Wir haben den Zollzug, wir haben die Au, wir haben eure Bücher. Gleichzeitig haben wir im Zentrum die ganze Infrastruktur, wo man fußgänglich alles erreichen kann. Die haben die Lokalbahn und dies taugt man einfach so an Oberndorf. Für mich ist wichtig, was die Oberndorfer denken für die Zukunft. Ich sehe mich eher als die Sprachrohr von den Bürgern zum Gemeinderat. Und so wie sie die Zukunft sehen, das möchte ich einbringen in die Gemeindevertretung. Ja, ich habe keine Parteizugehörigkeit und mir ist wichtig, dass man einfach die Themen von den Oberndorfer über die ganzen Lager einfach bearbeiten, Lösungen bringen und an dem arbeiten. Die Themen von jedem Oberndorfer annehmen und Lösungen dazu bringen. Die anderen, die reden ja nur und quatschen an. Und der Georg, der ist einer, der was zuhört, ja. Und nur beim Zuhören lernt man von den Leuten, was wichtig ist für Oberndorf, ja. Und die Themen dann aufnehmen und dann für die Oberndorf umsetzen. Und das ist das, was der Georg kann. Glaubt's mir's. Ja, 10. März, da können Sie zwei Entscheidungen treffen. Die erste Entscheidung ist, das Kreuzl wird Georg schon machen. Und das zweite Kreuzl macht es bei Jahr zu Oberndorf.